Die Idee ist, dass ADS, ADHS öfters so Probleme mit sich zieht in Bezug auf die Anerkennung, vor allem bei Erwachsenen. Wie Sie sehen, auf dieser Folie ist die Diagnose ist F9 beim ICD-10, also International Classification of Diseases. Und das ist Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und wir sind hier bei ADHS 20 plus. Also viele Erwachsene fühlen sich bei der Diagnostik ADS, ADHS wie nicht verstanden, weil das wird öfters als Kinderdiagnostik wahrgenommen und auch so dargestellt in den Medien. Meistens, wenn man an ADS, ADHS denkt, denkt man an ein Kind, meistens männlich, ein kleiner Zappel, Philipp. Ich habe auch lange in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und hatte ich so kleine Tarzan, die da überall ein bisschen so rumgerannt sind. Und das ist schon sehr typisch für ADHS, aber für Erwachsene dann etwas kränkend. Ich habe eine Dame in Behandlung, die Diagnostik, wir haben die diagnostische Phase gemacht im 40. Lebensjahr. Und sie hatte einen Freund, der ihr sagte: Was, du hast ein ADS und ein ADHS und du bist 40, also das kann nicht möglich sein in deinem Alter. Ja, also schön wäre es. Aber wie Sie sehen, bei zwei Drittel, ungefähr zwei Drittel der Erwachsenen besteht weiterhin ADS, ADHS im Erwachsenenalter, was öfters so zu Fehlinterpretationen führt. Und ADS wird eigentlich kaum wahrgenommen, weil die Hyperaktivität meistens sehr spektakulär ist und sehr viel wahrgenommen wird. Denken Sie zum Beispiel an eine Zugsituation, wenn jemand mit ADHS vis-à-vis von Ihnen sieht, dann ist es so wie sichtbar. Und ADS ist eher so eher ein stilles Leiden und wird eben nicht so wahrgenommen und öfter stigmatisiert in dem Sinne, so ja, mit Willenskraft oder so, dann kommt man schnell aus dem heraus. Die Kriterien von ADS, ADHS, also Hyperaktivität, natürlich, das ist das, was man kennt. Aber auch Aufmerksamkeitsdefizit, natürlich, das ist das, also die Kardinalsymptome, die man eigentlich kennt. Man vergisst öfters andere Kriterien, die in die Diagnose hineinfließen, zum Beispiel Temperament. Man kann denken, okay, das ist vielleicht mehr so etwas, was kulturell bedingt ist oder mehr so ein Persönlichkeitstrait. Aber Temperament ist auch sehr stark vorhanden bei ADS, ADHS als Kriterium und kann auch sehr beeinträchtigend sein im Alltag, zum Beispiel im Rahmen von alltäglichen sozialen Situationen, wo Betroffene sehr schnell sich ärgern können. Denken Sie heute zum Beispiel Verkehrsmittel und Schnee. Ich war gestern im Bus in Winterthur und bin nach Hause gefahren, relativ spät. Und dann der Bus ist nicht abgefahren. Es war so 10 vor und dann war es 0 und dann der Bus war immer noch nicht abgefahren. Und dann hat man schon gesehen, wer Mühe hat mit dem Temperament, weil irgendwann hat der Buschauffeur gesagt, wir müssen einfach halt auf einen Zug warten. Und die Mehrheit der Leute hat gewartet, also einfach gewartet und ruhig. Und ein, zwei Personen haben sich sehr, sehr stark aufgeregt. Also Temperament auch als ein mögliches Erscheinungsbild bei ADS, ADHS. Auch affektive Labilität, ich komme noch dazu, in Bezug auf die Frage von vorher, differenzialdiagnostisch Depression. Affektive Labilität ist mehr so Akkordeon, so im Laufe des Alltags, aber ich komme noch dazu, weil das eh sehr, sehr stark vorhanden ist. Und emotionale Überreagibilität auch verwechselt wird öfters verwechselt bei der Diagnostik mit hoher Sensibilität, was an und für sich nicht eine Diagnose ist, sondern mehr so ein Trait. Desorganisation natürlich ein sehr problematischer Punkt bei vielen Betroffenen, also Leute, die ein ordentliches Leben haben, die aber sehr, sehr viel Mühe haben mit der Organisation, sei es zu Hause, also viel mit Chaos,
oder auch bei der beruflichen Situation oder auch natürlich im Privatleben, in zwischenmenschlichen Beziehungen dann sehr, sehr, sehr problematisch. Und last but not least natürlich die Impulsivität. Stellen Sie sich vor, ich weiß ja nicht, der Computer würde jetzt nicht so gut laufen, wie ich das möchte. Ich hätte Probleme mit meiner Präsentation. Ich würde vor Ihnen jetzt den Computer auf den Boden schmeißen und weggehen und dann wieder zurückkommen nach 5 Minuten und sagen, Mensch, das tut mir leid, ich habe irgendwie ein bisschen die Nerven verloren. Würden Sie nicht sagen, ah, okay, ist kein Problem, machen wir weiter. Okay, vielleicht bei ADHS 20 plus schon, ich weiß nicht. Aber wären Sie, ich weiß noch nicht, wären wir, würde ich einen Vortrag halten für Banker also, oder für eine Versicherung. Also ich habe nicht gegen Banker oder Versicherung, verstehen Sie mich nicht falsch, aber dann also sehr, sehr schwierig, so die Idee, dieses Image so dann zu korrigieren. Also, was ich persönlich mitgeben möchte, aus dieser Folie ist, es gibt klare diagnostische Richtlinien. Und diese Kriterien, die werden öfters so, also nicht wirklich wahrgenommen. Es gibt öfters so eine Blickdiagnostik. Und wie Herr Adler vorher gesagt hat, also sehr schnell auch, man kann sich sehr schnell ein Bild machen, aber auch ein falsches Bild. Und das kann irgendwie zu Fehldiagnostik oder noch schlimmer zu mangelnder Diagnostik oder zu falscher Diagnose führen. Der Schwerpunkt ist schon Aufmerksamkeitsdefizit bei H mit Hyperaktivität und dann kann man ein, zwei von diesen Kriterien auch finden, muss nicht unbedingt sein, aber meistens ist es wirklich so mit multimodaler Symptomatik verknüpft. Diese diagnostischen Kriterien kann man auch eruieren mit Fragebögen und auch im klinischen Gespräch natürlich und mit Evaluation. Eine Folie über Erscheinungsbild ADHS bei affektiver Labilität, das ist so das Kriterium, aber das ist differentialdiagnostisch anders als bei Depression. Also Depression kann, wie wir vorher gehört hatten beim Vortrag, kann komorbid erscheinen, also wie als Erscheinungsbild. Und wie Frau Davatz auch gesagt hat, also Depression sehr, sehr viel vorhanden bei ADS, ADHS. Auch Burnout, ja, ich sehe sehr viele Betroffene, die dann im Rahmen eines Burnouts so konsultieren und dann auf das Thema ADS, ADHS so kommen, obwohl es nie gehört wurde. Das ist natürlich, es kann problematisch sein, weil Profis können, wenn jemand deprimiert ist, das sehr schnell als eine Depression diagnostizieren und das wäre dann nur ADS, ADHS. Was dazu führt, dass Betroffene lange, sehr lange, ich hatte eine Dame, die 20 Jahre lang mit Antidepressiva behandelt wurde und zum Beispiel nicht mit Stimulantien und das wird dann verwechselt und das kann wirklich zu Problemen führen. Die Idee, das Take-Home-Message von dieser Folie ist, dass es einfach im Laufe des Tages wechselt, was sehr typisch ist für ADS und ADHS. Ich kann am Morgen aufstehen und denken, oh nein, wie heute Morgen es schneit, ich habe so keine Lust und so. Und dann gehe ich hinaus und dann plötzlich merke ich, oh, das ist doch wunderschön, der Schnee. Und dann gehe ich mit meinem Hund im Wald und dann merke ich, wow, das ist super, das ist super. Und dann, ich weiß nicht, sehe ich Kinder, die Schneebälle auf Autos werfen, dann werde ich wahnsinnig wütend auf die. Und dann merke ich, ja, die ganze Welt ist jetzt so schlecht und die Jugend ist jetzt einfach schlecht erzogen. Und dann gehe ich nach Hause und ich bin deprimiert wegen dem. Und dann und so weiter und so weiter. Ja, so sehr, sehr viel so Akkordeon so im Laufe des Tages, was absolut atypisch ist für Depression und typisch ist für ADS und ADHS. Versus Autismus, also als differentialdiagnostisch, was ich persönlich finde in Bezug auf Aufmerksamkeitsdefizit, das hat Herr Adler auch sehr gut erläutert, das war dass Ablenkbarkeit und Langeweile, ADS zum Beispiel sehr stark Langeweile, wir haben gehört über Wechsel der Hobbys und das Interesse bei Hobbys, das ist so typisch für ADS, ADHS und Langeweile, vor allem bei ADS, werden öfters eben als mangelnde soziale Interaktion oder als mangelnde Empathie
verstanden. Und das kann zum Beispiel zu falschen Diagnosen führen. Und Differentialdiagnostik zum Autismus wäre zum Beispiel, wenn Sie mit mir in einem Restaurant sprechen, Sie sitzen vis-à-vis von mir und ich habe ADHS und ich merke, ich bin mit meinem Menü total überfordert und irgendwie höre ich da, dass ein Paar irgendetwas da erzählt und da weint ein Kind und das Lied kenne ich auch. Und dann die Person vis-à-vis denkt, sie hören überhaupt, du hörst überhaupt nicht zu, ich rede mit dir. Ja? Und das hat zum Beispiel nicht mit mangelnder Empathie oder Stereotypen, mangelnder Interaktion bei Autismus. Also es wären so die Schnittstellen in Bezug auf Aufmerksamkeitsdefizit, was sehr oft auch so verwechselt wird mit Autismus. Was man sieht, so sind keine Stereotypen. Das ist relativ schwierig, finde ich, wie beim ersten Vortrag, das zu diagnostisch zu differenzieren, weil Stereotypen wie zum Beispiel starke Rigidität in meinem Alltag kann auch gut helfen, um mich zu strukturieren. Gehen wir davon aus, ich habe zum Beispiel einen Herrn in Behandlung, der eine Firma hat mit Angestellten und er sagt, ich muss wirklich gut schauen, wenn ich die Löhne vorbereite, dass ich das ganz genau mache oder meine ganze Buchhaltung ganz genau mache, trotzdem ADHS. In dem Sinne, ich muss immer wieder die gleichen Sachen machen, ganz korrekt, damit ich mich nicht verliere. Und das sind keine Stereotypen, wie man das sieht, so diese gewisse Rigidität, die man sieht bei Autismus. Was man sieht, ist dass natürlich der Dopaminspiegel, das ist so typisch für ADS, ADHS, dadurch auch die Medikation mit Stimulanzien, die das korrigiert. Und eben auch die Wirkung von Stimulanzen dementsprechend, also Methylphenidat oder Amphetamin, eventuell Atomoxetin bei ADS, ADHS, was bei ASS-Betroffenen nicht der Fall ist. Wir haben das Thema gehabt mit der Hyperfokussierung. Das ist für mich, was ich nicht sehe bei ASS-Betroffenen und was ich sehe bei ADS, ADHS-Betroffenen, ist die Idee, sich zu verlieren und darunter leiden. Zum Beispiel autistische Betroffene können wirklich sagen, ich konnte mich den ganzen Tag mit irgendetwas beschäftigen und das ist auch gut so. Und bei ADS, ADHS wäre zum Beispiel bei Studentinnen und Studenten die Idee, ich habe irgendwie meine Folien vorbereitet für eine Prüfung und mich total verloren in einer Folie. Ich hatte das bei einer jungen Studentin, die Jura studiert, dass sie sagte, ich habe alles so vertieft, aber eigentlich hätte ich viel mehr so global denken müssen und ein Overview zu haben über meine Folien, die ich lernen muss für meine Prüfung, aber ich habe mich verloren und das ist dann wie problematisch. Also die Hyperfokussierung wird öfters bei ADS, ADHS Betroffenen als hilfreich, aber auch problematisch. Auch die Vernachlässigung von sich selbst, also nicht trinken, nicht essen, nicht schlafen und wirklich so im High, könnte man sagen, da sehr aktiv sein, was zum Beispiel problematisch werden kann. Bei Sportlern zum Beispiel, die dann einfach sich wie auch verlieren und ihre Gesundheit nicht pflegen. Sozialisierung und Empathie, finde ich, ist die Idee, dass man das so verwechselt bei ADHS und Autismus. Wie Herr Adler das gesagt hat, ADS und ADHS wird öfters gar nicht, also nicht öfters, aber ab und zu nicht diagnostiziert in der Kindheit, also nicht selten, würde ich sagen, sehe ich Erwachsene, die im Rahmen zum Beispiel der Diagnose bei Kindern oder bei Betroffenen, beim Partner zum Beispiel sagen, oh, ich habe mich wirklich so erkannt, ich wäre nie auf die Idee gekommen, ich könnte ADS, ADHS haben. Vor allem bei ADS, weil die Hyperaktivität nicht vorhanden ist. Man hat so das Gefühl der Langeweile, wo viele Betroffene sagen, okay, aber man hat mir gesagt, ja, mir ist es auch langweilig. Also das ist nicht unbedingt symptomatisch. Und das ist sehr typisch im Rahmen der Symptomatik, aber das wird öfters gar nicht wahrgenommen. Und viele Leute merken erst später, aha,
das ist ADS, ADHS per Zufall meistens. Und das ist bei Autismus weniger der Fall, finde ich. Meistens wird es, ich möchte nicht sagen, es ist schwerwiegender, aber es fällt mehr auf, vielleicht bereits im Rahmen der Kindheit und Jugend. Was man eben sieht, ist, dass ADS, ADHS-Betroffene meistens ein sehr ordentliches Leben führen. Sie arbeiten, sie sind integriert, Partnerschaft, sie haben Kinder, sie haben studiert, sie haben einen guten Beruf. Die Komorbidität mit Sucht oder Depression ist natürlich bekannt, aber das ist nicht eine Mehrheit. Die Mehrheit der Leute funktionieren sehr, sehr gut. Und das ist etwas, was dazu führt, dass man das wie übersehen kann oder gar nicht diagnostizieren kann. Und die, wir haben darüber gesprochen vorher bei den Fragen, viele Betroffene können das mit ihrer Intelligenz sehr, sehr gut kompensieren oder mit Skills. Und das würde ich das ist das Typische für ADS. ADHS ist so Skills zu entwickeln, also wie Metakognition, also ich komme wie auf die Metaebene, um meine Symptomatik zu kompensieren, was bei Autismus weniger der Fall ist. Zum Beispiel bei ADS, ich weiß nicht, jemand stellt jetzt eine Frage, redet 3-4 Minuten und ich höre gar nicht zu. Ich merke, ich habe gar nicht zugehört, ich war irgendwie abwesend. Ich habe irgendwie gedacht, ja, die Blumen oder wie spät ist es und so weiter. Und dann die Kompensation wäre zu sagen, können Sie mir 1-2 Wörter sagen, so, oder eine kleine Zusammenfassung oder ein Stichwort über Ihre Frage, damit ich das besser beantworten kann. Und wenn die Person sagt, ja, es ging um Sucht und ADS, und dann kann ich das beantworten. Also viele Skills, die da entwickelt werden können, die sehr, sehr gut funktionieren. Und das ist wirklich typisch so, was ADS, ADHS-Betroffene erklären. Es entsteht aber dadurch auch öfters ein Leidensdruck, also in dem Sinne, ich wäre gerne anders. Oder in Bezug auf die Organisation, ich wäre gerne pünktlich. Oder ich möchte nicht einfach jeden Tag ein riesiges Chaos haben zu Hause. Oder wie eine Dame mir sagte, bei der Vorbereitung des Frühstücks am Morgen, also eine Dame, die sehr, sehr gut funktioniert im Kaderbereich, Mitte 50, wo man sagt, wow, super ordentlich und super toll, aber sie sagte, ich schaffe es einfach nicht, mein Frühstück vorzubereiten am Morgen, ich leide darunter. Also die Idee, dass diese Kompensation funktionieren kann, aber dass es trotzdem einen Leidensdruck gibt. Ich höre das von vielen Betroffenen, dass sie mir sagen, bei ADS, ADHS, ja, schön, dass ich neurodivers bin, aber ich wäre es gerne nicht. Also man kann es ein bisschen so also auch differenzieren. Ein Input eben noch zur Überreagibilität. Also es ist so öfters verwechselt mit Hypersensibilität. Also man kann eine Verlinkung machen zum Filterdefekt. Also ADS, ADHS-Betroffene haben im Rahmen des Dopaminspiegels dann Motivation und Konzentration wird irgendwie durcheinander und dann haben wir Mühe, das unter einem Hut zu bekommen, was nicht der Fall ist bei ASS. Also das wäre auch sehr, sehr typisch für, als Erscheinungsbild für ADS, ADHS. Das kann eben zu falscher Diagnostik führen, dass man sagt, ah, okay, das ist ein Asperger-Syndrom zum Beispiel und das ist eher ein ADS oder ein ADHS. Und dann dementsprechend, was ich relativ schade finde, also auch tragisch finde, ist dementsprechend eine falsche Therapie. Psychotherapie, okay, aber auch eine falsche medikamentöse Therapie, was wirklich sehr, sehr schade ist. Und in Bezug eben auf Verwechslung der Symptomatik, also Aufmerksamkeitsdefizit, mangelnde Einsicht in sozialen Situationen und Verlangsamung, dass man das wie verwechselt mit einer Asperger- oder einer autistischen Symptomatik. Zusammenfassend, öfters bei ADS, ADHS als Gegensatz zum ASS gibt es eine mangelnde Anerkennung bei der Diagnose, weil die Diagnose ist so heterogen, also wie ich vorher gesagt habe, es gibt ganz klare
diagnostische Kriterien, aber die werden öfters, die können wie switchen, denken Sie auch an die Hyperfokussierung, dass jemand, der auch ein schweres ADS, ADHS hat, sich auch sehr, sehr gut konzentrieren kann. Und das führt eben zu mangelnder Erkennung bei der Diagnostik. Öfters in Bezug auf die Medikation, das ist ein großes Problem in Bezug auf Stimulantien. Ja, wenn ich depressiv bin und ich gehe morgen in die Apotheke und sage, ja, ich habe jetzt gar keine Antidepressiva mehr, aber ich habe jetzt meinen Arzt nicht kontaktiert und könnte ich das nochmals bekommen, wenn man ins Gespräch kommt mit der Apothekerin, bekommt man meistens Medikamente. Bei Stimulanzien nicht. Das ist absolut unmöglich. Und das führt wirklich zu großen Schwierigkeiten von Leuten. Denken Sie im Rahmen der Organisationsschwierigkeiten. Ich gehe jetzt gerade in die Ferien morgen und ich habe keine Elvanse mehr. Und wie komme ich überhaupt zu meiner Medikation? Das ist sehr schwierig. Auch, ich denke, Betroffene sprechen öfters von Schwierigkeiten bei den Kostengutsprachen oder eben unterstützende Maßnahmen. Das ist relativ schwierig, auch unterstützende Maßnahmen zu bekommen. Oder eben Blickdiagnostik, neuropsychologische Untersuchung. Wir haben vorher mit Herrn Adler darüber gesprochen. Öfters werden nur neuropsychologische Untersuchungen durchgeführt. Und wenn jemand sehr gut konzentriert ist und hyperfokussiert ist, dann fällt es einfach überhaupt nicht auf und dann entsteht die Gefahr. Und ich habe das bei vielen Betroffenen gehabt, dass dann sagt, okay, gut, dann haben Sie das nicht. Ja, keine Auffälligkeiten. Man kann es vergleichen, wie wenn ich zu Ihnen komme als Migräne-Expertin, Experte, und Sie sagen mir, aber haben Sie jetzt Kopfschmerzen? Und sagt, jetzt nicht. Ja, okay, gut, dann haben Sie keine Migräne. Ein bisschen ein blöder Vergleich, aber es ist wirklich also, dass Betroffene große Mühe haben mit dem. Oder eben Verweigerung der Medikation, das sind starke Medikamente, Stimulantien, höre ich öfters, dass Betroffene mir sagen, ja, mein Arzt hat mir gesagt, das sind sehr starke Medikamente, sie machen abhängig und so. Dass jede Person ein bisschen so seine Meinung hat diesbezüglich, was zum Beispiel bei anderen medikamentösen Gruppen nicht der Fall ist. Falsche Hoffnungen. Ich weiß nicht, wenn man Yoga macht oder seine Ernährung umstellt, dann kann man ADS, ADHS komplett behandeln, was ja nicht stimmt. Und öfters gibt es Leute, die dann wirklich ihre ganze Ernährung umstellen oder eben so einen Kurs besuchen, Achtsamkeitstraining, ich habe das lange gemacht, ich mache das immer noch bei ADS, ADHS Betroffenen, aber wenn es nicht so intrinsisch ist, höre ich das von Betroffenen, die sagen, ich gehe zu einem Yoga-Kurs und wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer irgendwo im Nirvana sind, dann bin ich irgendwie da und denke, oh, mein Rücken tut weh und nachher muss ich noch einkaufen gehen und wie spät ist es und so weiter. Also das ist halt sehr kontraproduktiv und es wird so verkauft, als ach, wenn du dich bemühst, dann wird es besser. Was ich persönlich finde, was man sieht bei ADS, ADHS, also im Gegensatz zu Autismus-Spektrumstörung, sind so Schemata, die entwickelt werden in der Kindheit und Jugend und die sehr dominant sind, diese Schemata so von verlassen werden. Ich habe jetzt eine neue Partnerin, aber ich denke, wenn sie mich dann wirklich kennenlernt im Rahmen meiner Impulsivität, wird sie mich dann verlassen. Oder die Erwartung, dass jemand dann einen so missbraucht, also nicht im Sinne eines sexuellen Missbrauchs, aber ich werde sowieso irgendwie verarscht oder das ist so, das kenne ich aus meinem Leben, fehlende Aufmerksamkeit, fehlendes Verständnis. Mein Vater hatte schon damals die Nerven verloren mit mir. Er hat schon immer gesagt, aus dir wird nichts. Gedanken, die so mitgeschleppt werden aus der Kindheit und Jugend, aus der Schullaufbahn. Du bist faul, aus dir wird nichts. So, das ist auch erwähnt worden beim ersten Vortrag. Die Idee auch, ich bin mangelhaft. Also kann ich überhaupt eine Karriere machen? Kann ich überhaupt eine Leitungsfunktion übernehmen? Weil ich immer gehört habe in der Schule, dass ich schlecht bin. Und eben auch die Idee, ich gehöre nirgendwo hin.
im Rahmen auch des Gefühls der Langeweile und auch des Interessenwechsels. Also nach 10 Hobbys denke ich ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, zu welcher Gruppe ich da hingehöre, was auch zu Depressivität so führen kann. Zum Schluss noch das Gemeinsame im Sinne von Psychotherapie oder Coaching. Also man kann auch bei ADS, ADHS von Coaching sprechen, es muss nicht unbedingt Psychotherapie sein, ist aber auch in Zusammenhang jetzt mit ASS. Also was man bei beiden Störungsbildern machen kann, ist eben Schematherapie, der Umgang mit dem Gefühl von Scham und Schuld, vor allem bei ADS, ADHS. Das sehe ich weniger bei Autismus. Aber auch Schuldscham, Insuffizienz. Bei Autismus zum Beispiel junge Erwachsene, die jedes Mal begleitet werden müssen in die Praxis, weil sie nicht, also sie schaffen es einfach nicht, den Weg zu finden. Und eben auch die therapeutische Arbeit mit der Biografie. Das hat so aber mehr, wenn es so Komorbidität gibt, also bei ADS, ADHS sehr, sehr stark vorhanden, denken Sie an die Schema von Schuldscham, Unzulänglichkeit, Unterordnung, Aufopferung der Grundbedürfnisse nach Zuwendung, nach Autonomie. Aber bei ASS auch öfters, also diese Idee, ich werde einfach wie nicht verstanden. Was ich viel höre bei ASS-Betroffenen ist, dass sie mir sagen, ja, man liest immer keine Empathie oder mangelnde Sozialisierung oder keine Lust so auf andere Menschen und Stereotypen. Und eine junge Dame hat mir gesagt, also ich kann auch Liebe empfinden und ich kann auch lachen und ich bin auch fähig, so Spaß zu haben am Leben und Spaß zu haben an Menschen oder eine Beziehung haben. Also die Idee ist Empowerment im Sinne von dem Aufbau eines positiven Selbstbilds. Das wäre so, ich habe das sehr differenziell diagnostisch jetzt dargestellt, aber das wäre so das Gemeinsame, wo man sagt, therapeutisch oder auf der Ebene des Coachings kann man beide Störungsbilder auch gut coachen. Gut, das wäre es. Also gerne Fragen, wenn erwünscht.